Mozarts Klaviermusik wird so geklungen haben. Auf dieser Aufnahme verwendet Paul Badura Skoda das Hammerklavier aus dem Besitz Mozarts, das in Wien von Walter 1780 gebaut worden ist. Insofern kann man diese Behauptung wagen, dass die Musik, wie wir sie heute hören oder gehört haben, am Ende des 18. Jahrhunderts unter Mozarts eigenen Händen ebenso geklungen hat. Dieses Autograph war seit 100 Jahren verschollen. Es ist seinerzeit im Jahre 1799, 1800, um die Jahreswende 1799, 1800 von Constanze Mozart, der Witwe des Komponisten, an den bekannten Offenbacher Musikverleger Johann Anton André gegangen, der damals zu dieser Zeit den Mozart-Nachlass von Constanze aufgekauft hat. Das Autograph hat dann einige Male den Besitzer gewechselt, ist in die Vereinigten Staaten gekommen und hat dort ein merkwürdiges Schicksal gehabt, dessen Ende die Wiederauffindung in dem Baptistenseminar im vergangenen Sommer gewesen ist. Das Autograph, dessen Auffinden in der ganzen Musikwelt als Sensation zu empfinden war und auch empfunden worden ist. Wie wir das Autograph für die neue Mozart-Ausgabe auswerten, ist zurzeit noch offen. Ich könnte mir im gegenwärtigen Zeitpunkt vorstellen, dass wir recht bald eine kommentierte Faksimile-Ausgabe herausbringen. Der Kompositionsprozess bei Mozart lässt sich aber anhand vieler anderer Beispiele verfolgen. Eines davon will ich Ihnen kurz zeigen. Wir haben hier die sechste Sonate aus dem ersten Klaviersonatenzyklus, den Mozart Anfang 1775 in München geschrieben hat. Diesen Satz hat Mozart zunächst anders begonnen, und zwar so. Was hat sich nun zwischen der ersten und der zweiten endgültigen Fassung verändert? In Takt 1, endgültige Fassung, Arpeggio. In der ersten Fassung nur eine halbe Note unten Oktave, oben Einklang. Dann in beiden Fassungen gleich. Dann in der endgültigen Fassung zwei Takte, die in der ersten Fassung fehlen. In der zweiten Fassung geht es dann im Nachsatz folgendermaßen weiter. Und in der ersten Fassung lautet der Nachsatz. Thank you.
Wir arbeiten an der historisch-kritischen Gesamtausgabe sämtlicher Werke von Mozart, um eine solche historisch-kritische Ausgabe, die übrigens schon seit 1955 im Gange ist, zu erstellen, müssen zunächst alle Quellen gesammelt werden. Diese kommen dann in die Editionsleitung, entweder nach Augsburg oder nach Salzburg. Ich arbeite hier, wie Sie sehen, an einer Stichvorlage. Dazu verwenden wir entweder ältere Ausgaben, die wir kopieren, oder wir schreiben die Noten selbst ab. Wir haben dann das Autograph in Kopie neben uns liegen. Wir haben den Erstdruck auf dem Schreibtisch und wir haben Kopien, die unter dem Augen Mozarts angefertigt worden sind. Und wir vergleichen alle diese Notentexte und kompilieren daraus, meistens anhand des Autographs, den Text, den wir bzw. der einzelne Wissenschaftler für den richtigen halten. Dazu muss gesagt werden, dass wir natürlich nicht nur an Fotokopien der Autographe arbeiten, sondern auch in die Bibliotheken fahren, um die Autographe selber einzusehen, denn es lassen sich nicht alle Probleme an den Handschriften selber lösen. Wenn wir unsere Stichvorlage für die Stecherei fertig haben, wird diese dann mit den Bemerkungen zum kritischen Bericht und den Manuskripten zum Vorwort an den Verlag weitergeleitet und diese Stichvorlage geht mit den Textteilen dann dort zur Produktion. Das Endprodukt dieses technischen Prozesses ist ein Band der neuen Mozart-Ausgabe, wie ich ihn hier in der Hand habe. Es ist ein Band mit Klaviersonaten. Die Herstellung der neuen Mozart-Ausgabe hat gedauert von 1955 bis 1991, also etwa so lange, wie Mozarts eigenes Leben gedauert hat. Sie ist nun im Mozartjahr 1991, was die Werkedition betrifft, abgeschlossen. Ich habe hier die neue Mozart-Ausgabe. Um davon eine Taschenbuchausgabe zu erstellen, gehen wir in unserem Hause folgendermaßen vor. Mit Hilfe eines Films verkleinern wir dieses Original. Diesen Film projizieren wir auf eine Druckplatte. Die Druckplatte wird in einer Plattenentwicklungsstraße entwickelt und diese entwickelte Platte bringen wir dann an die Druckmaschine. Wir sind sehr glücklich darüber, dass im Mozart-Gedenkjahr 1991
im Frühjahr im Bärenreiter Verlag und im Deutschen Taschenbuchverlag eine wohlfeile 20-bändige Dünndruckausgabe als Taschenbuch erscheint, sodass die Werke Mozarts in diesem Gedenkjahr 1991 nun jedermann zur Verfügung steht.